der die Herausgabe einer Festschrift besorgen und weitere vorbereitende Arbeiten übernehmen soll. Die ersten Beiträge für die Festschrift werden abgegeben. Sorgsam wird das Material für die Schulgeschichte gesammelt, Bilder werden gesichtet, alte Klassenlisten werden durchgesehen. Dabei findet sich der Name Wilhelm Diehl. Den Namen dieses verdienten hessischen Theologen und angesehenen Wissenschaftlers für die Schule seit 1951 in steter Verpflichtung. Nach wochenlanger mühevoller Arbeit kann die Festschrift nun gedruckt werden. Ein Blick überzeugt von der Gediegenheit ihrer äußeren Form und ihres inneren Gehaltes. Der Festausschuss freut sich nun auch, das Programm für die festlichen Tage vorlegen zu können. Man ist mit der bisher geleisteten Arbeit zufrieden. Der große Tag ist da. Von überall her strömen die Gäste in das festlich geschmückte neue Schulgebäude zum Festakt. Eltern, Behördenvertreter, Schüler, alle fühlen sich an diesem Tage mit der Schule besonders verbunden. Die Festschrift, freundlich dargeboten, findet guten Absatz. Zwei Schülerinnen in ehrwürdigem Alter haben ihre ehemalige Schule nicht vergessen. Fräulein Frey hatte sich trotz ihrer 95 Jahre nicht nehmen lassen, an diesem Feste zu erscheinen. Ebenso wenig wollte auch Fräulein Friedmann mit 88 Jahren bei der Feierstunde fehlen. Ein schönes Zeichen treuer Verbundenheit mit der Schule bis ins hohe Alter. Inzwischen ist der hessische Innenminister Heinrich Schneider eingetroffen und wird von Landrat Seib herzlich begrüßt. Mit ihm erscheinen weitere Vertreter der Behörden, unter ihnen Regierungspräsident Arnull aus Darmstadt. Sie alle heißt Oberstudiendirektor Barth vom Prälat-Diehl-Gymnasium freundlich willkommen und geleitet sie in den Festraum. Die Feierstunde wird eröffnet mit einer Kantate von Buxtehude, dargeboten vom Schulorchester und dem Schulchor. Thank you.
Oberstudienrat Dr. Düringer richtet herzliche Worte der Begrüßung an die Gäste. Freudig willkommen heiße ich den Herrn Landrat Seib, mit ihm die Herrn Vertreter des Kreisausschusses und des Kreistages, das heißt des Gremiums, dem unsere Schule so unendlichen Dank schuldet für die Bewilligung dieser wundervollen neuen Schulanlage. Die Festrede hält der hessische Innenminister Heinrich Schneider. So möchte ich abschließend allen Dank sagen, die in irgendeiner Form am inneren und äußeren Bau dieser Schule mitgewirkt haben, in der Hoffnung, dass sie an dieser Arbeit für unsere Jugend selbst Dank und Befriedigung finden mögen. Ein großer Schritt ist mit der Vollendung des ersten Bauabschnitts getan. Alle, die dazu berufen sind, werden, davon bin ich fest überzeugt, ihre ganze Kraft daran setzen, auch die noch fehlenden Baulichkeiten möglichst bald zu schaffen. Für diese schwierige und schöne Aufgabe, insbesondere aber für eine wohlfundierte, auf der Freiheit des Geistes und den Geist der Freiheit beruhende Heranbildung der jungen Menschen dieses Gebietes, gelten Ihnen meine besten Wünsche. Danke. Landrat Seib, dessen unermüdlicher Energie in hohem Maße der Bau der neuen Schule zu danken ist, spricht zur Festversammlung. In diesem Sinne weihe ich diese Schule einer aufgeschlossenen Jugend, einer modernen Jugend, die den Fortschritt will, und die, wie wir alle, den Fortschritt will in einer friedlichen Zeit. Als Vertreter des Magistrats der Stadt Groß-Gerau übermittelt der erste Stadtrat Bloch Grüße und Wünsche. Die Weihe dieses Hauses darf wohl als Krönung dieser 125-jährigen von Lehrern wie Schülern gleichsam geleisteten Aufbauarbeit angesehen werden. Stadtrat Bloch überreichte als Geschenk einen Kupferstich des Groß-Gerauer Malers Altheim. Anschließend sprach Oberstudiendirektor Barth ein herzliches Dankeswort. Dann werden wir dahin kommen, dass der abendländische Geist, der Geist der Freiheit und der Humanität, wieder die Bedeutung erlangt, die ihm zukommt. Dann werden wir mit Gottes Hilfe in diesem Gebäude und in dem, was noch dazu kommt, die Aufgabe meistern können, die uns gestellt ist. Und wir hoffen, dass kommende Generationen sagen werden, Sie, meine Damen und Herren, vom Kreisausschuss, von der Kreisverwaltung, vom Kreistag, Sie, meine Damen und Herren, als Kreiseinwohner und Steuerzahler, haben dieses Geld zum Wohle der Jugend bestens angelegt. Anschließend an den Festakt besichtigen die Gäste die neuen Räume der Schule. Thank you.
Auf es liegt im Vorwärts ein Gang, wir sind jung und das ist schön. Liegt dort hinter jedem Wande, liegt der Vaters Wandersland, blüht auf grüne Bergeshalde, liegt das Blümlein unbekannt. Lasst uns schweifen hinter Länder, über Täler, über Höhen, wo sich auf der Weg hin wendet, wir sind jung und das ist schön. Jeden Morgen geht die Sonne auf in der Wälder, wundersame Wunder. Und die schöne Scheine Schöpferstunde, jeden Morgen nimmt sie ihren Lauf. Jeden Morgen aus dem Wiesengrund heben weiße Schleier.
Zum Tanzen, da geht ein Mädel mit güldenem Band. Zum Tanzen, da geht ein Mädel mit güldenem Band. Da steht sie dem Burschen ganz fest um die Hand. Da steht sie dem Burschen ganz fest um die Hand. Ach, Herzerle, liebstes Mädel, so lass mich doch los. Ach, Herzerle, liebstes Mädel, so lass mich doch los. Ich lauf dir gewiss, mich auch so nicht davon. Ich lauf dir gewiss, mich auch so nicht davon. Kaum löse die schöne Jungfrau das güldene Band. Kaum löse die schöne Jungfrau das güldene Band. Da war in dem Band schon der Bursche gerannt. Zwei Zylinderhüte, Jopaili, Jopaila, Jopaili, Jopailasa, Jopaili, Jopaila, Jopaili, Aila. Hat man der Zylinder drei, Jopaili, Jopaila, hat man einen mehr als drei, Jopaili, Aila. Vier Zylinder, das sind gerade zwei Zylinder im Vertrag, Jopaili, Jopaila, Jopaili, Jopailasa, Jopaili, Jopaila, Jopaili, Aila. Alle Rennen stehen sich frei, wie ein
der Ball direkt innen, steht sich frei, wie ein Wind und jeder sei. In der Jugend wir trainieren, das direkte Kombinieren, jeder Spiel so schnell er kann, ab sofort zum Nebenmann. Zicke, zacke, wie geleckt, läuft bei uns der Ball direkt, jeder Spiel so schnell er kann, ab sofort zum Nebenmann.